Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich warte noch ein bisschen wie in der Schule. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Kolleginnen und Kollegen, eröffne die 73. Plenarsitzung und darf zuerst um Aufmerksamkeit bitten für den Spielbericht der Landtagself. Landtagself gewinnt deutlich in Bischofsheim. Am gestrigen Abend traf die Parlamentself auf ein gemischtes Team aus Politik und Vorstand des SV Bischofsheim 07. Der erste Gewinner stand schon vor Beginn der Partie fest, denn Landtagspräsident Norbert Kartmann überreichte den Vereinsvertretern und den Einlaufkindern den Spendencheck zugunsten der Jugendarbeit des SV Bischofsheim 07. Aber jetzt zum Spiel. Meine Damen und Herren, das Team von Coach Deckert war heute gut eingestellt und konnte gleich zu Beginn mit guten Chancen gefallen, die leider nicht verwertet werden konnten. Mit einer vollen Auswechselbank und den besseren Spielanteilen gelang Markus Bocklet mit einem Kopfball in der 10. Minute die 1:0-Führung. Die Christian Lösch fünf Minuten später zum 2:0 erhöhen konnte. Trotz dieser Führung zur Halbzeitpause wollte der Teamchef kein Risiko eingehen und schwor sein Team ein, auch in Hälfte 2 nicht nachzulassen. Dies wurde auch umgesetzt, denn Christian Otto konnte die Führung kurz nach dem Wiederanpfiff auf 3:0 erhöhen. Und Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel setzte mit einem Distanzschuss zum 4:0 noch einen drauf. Aber dann war anscheinend die Freude über die deutliche Führung ein bisschen zu groß, denn Bischofsheim konterte sofort und schoss den 4:1 Anschlusstreffer. Simon Bruhn und erneut Markus Bocklet trafen kurz vor Spielende zum 6:1 Endstand. Und das Team geht nun selbstbewusst in die Partie am Dienstag auf dem Hessentag in Herborn, bei dem eine Auswahl von Pfarrern der evangelischen Kirche der Gegner sein wird. Viel Erfolg auch dort. So, wir kommen nun zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1, 2, 6 bis 8, 11, 63 und 65. Noch eingegangen und verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Flughafen Frankfurt ausgewogen entwickeln, Drucksache 19/3401 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht, und dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 67 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 12 aufgerufen. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend § 103 Strafgesetzbuch soll gestrichen werden, Drucksache 19/3402 aus 19. Auch hier ist der Antrag dringlich und wird Tagesordnungspunkt 68 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 43 zu diesem Thema aufgerufen. Auch hier sehe ich keinen Widerspruch. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessen setzt den Handlungsempfehlungen des NSU-Bundestagsuntersuchungsausschusses zügig um. Gesetzentwürfe über das Landesamt für Verfassungsschutz und zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes ebnen Weg für Neuausrichtung des Verfassungsschutzes und verbesserte parlamentarische Kontrolle. Muss der Antragstext ja noch sehr viel länger sein. Drucksache 19/3403 aus 19. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 69 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 35 aufgerufen. Kolleginnen und Kollegen, wir tagen heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden und beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 35.
Antrag der SPD betreffend Vorlage von verfassungsgemäßen und fortschrittlichen Gesetzentwürfen über das Landesamt für Verfassungsschutz und zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes, Drucksache 19/3362. Der wird diskutiert mit dem Tagesordnungspunkt 69, den wir eben aufgerufen haben. Danach folgt Tagesordnungspunkt 42. Ein Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Deutschlandrente, Drucksache 19/3371. Und nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 43, Drucksache 19/3372. Jetzt habe ich noch eine Entschuldigung. Entschuldigt fehlt Frau Staatsministerin Puttrich ab 11.45 Uhr. Und Herr Abg. Jürgen Banzer ganztägig. An Ihren Plätzen verteilt noch ein Hinweis ist jetzt der aktuelle Terminplan für die Sitzungsperiode 2017. Und heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Innenausschuss in Sitzungsraum 501a zusammen. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir in die Tagesordnung eintreten.